Potz, Blitz, Platzbot. Die Aussagekraft, die dahinter steht. Also die Art und Weise zu sagen, wir haben neue Songideen und produzieren ein Album, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was eigentlich zum Ausdruck gebracht wird. Also es ist, dass die Aussage hinter Cannibal Instinct und den Songs viel stärker im Vordergrund wirkt als die Tatsache, dass es ein Metal-Album ist. Dass man einfach sagen kann, das ist als Kunst natürlich gewachsen, das hat was unheimlich Organisches und spricht einen auf die Art und Weise eben direkt an. Das ist schon, finde ich, das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Wunsch bei uns. Es wird was sein, das kann man vielleicht weniger in einer Spotify-Playlist so an sich erfassen, sondern das lädt auch einfach dazu ein, sich das Oldschool mit einem guten, schönen Bier oder Whisky im Gesamten abends auf der Anlage zu Gemüte zu führen. Was hast du da gefunden? Du der Ast. Sometimes give, sometimes gain. Why do you confuse? I lost the secret. Was machst du mit der Rinde? Ich bewundere sie. Die riecht wie ich. Das Album war auch eine riesen Zerreißprobe beim Recording auf jeden Fall. Technisch, also habe ich das gedacht. Für dich? Ja, für mich auf jeden Fall, aber das war bisher auch jedes Mal so. Studio ist nicht meine Welt. Aber auch emotional. Ja, absolut. Ja. Ja, und die Sachen, die gefordert wurden, auch ich sag mal gitarrenmäßig, waren teilweise auch ziemlich speziell. Bei Deadline Stories oder bei The Cannibal, da wurde ja schon viel Abstraktes mit eingebracht. Mhm. Und das ist ja, also ich sag mal, wenn du das kann man so ja nicht schreiben, sondern das ist ja, weil es einfach auch nicht greifbar ist. Du kannst ja nicht sagen, mach mal den rauschenden, dissonanten Akkord. Das war viel aus dem Affekt. Nee, das und das ist das Coole, weil das gibt es dann auch einfach nur einmal. Diesen Song, den wird es nur auf Cannibal Instinct so geben. Das wird man, glaube ich, selten oder hoffentlich nie haben, den Effekt. Den Song kenne ich. Klingt das so ähnlich wie Bloodsport. Da hat doch jemand Bloodsport geguckt. Cannibal Instinct. Was das Künstlerische angeht, war hier viel Energie dabei. Und wenig, wie gesagt, Produktionsstress, sondern viel mehr Seele und so habe ich mir das immer gewünscht. Eigentlich. Ach, perfekt. Ja, das muss man sagen. Also. Nein. Aber was ich auf jeden Fall eben noch aufgreifen wollte, was du sagtest, das Emotionale mit dem Gesang. Also ich hatte natürlich ein relativ konkretes Bild zu den meisten Sachen, wie es nachher klingen soll, aber es war dann im Studio doch relativ spontan. Was halt irgendwie auch so mit dieser Anstrengung verbunden war, dass ich halt irgendwie nicht jeden Take 10-mal machen will und am Ende auch gar nicht machen kann, dass das eigentlich ziemlich spontan war alles. Also nach meinem Gefühl ist irgendwie so, sagen wir mal, 3/4 von dem, was auf der Platte gelandet ist, eigentlich aus dem ersten Take, den ich gesungen habe. Und das habe ich das Gefühl, dass man das auch beim Hören, dass das auch deutlich ist. Ja, und es hat ja auch dann einfach auch mehr Echtheit. Weil es nicht, also es ist nicht im Songwriting so vorgesehen gewesen. Mhm. Es ist organisch, es ist, hat ganz viel also finde ich noch mehr menschliche Anteile als die meisten Metal-Bands, die heutzutage produzieren. Habe ich so das Gefühl. Ja, es wird halt eh viel. Kann auch an meinen Hörgewohnheiten liegen, aber. Ich glaube schon, dass generell viel
viel rausgenommen wird durch Technik halt. Ich meine, es wird alles gerade gerückt. Also wir können auch sagen, unsere Platte hat viel Dreck. Auf jeden Fall, da ist viel Schmutz drauf. Ja. Und The Cannibal, der Song ist ja, stammt ja ursprünglich aus meiner Feder, sage ich jetzt mal, aus meiner Idee, der irgendwie ja als Jam entwickelt wurde, wo wir lange einfach nur ausprobiert haben, so mit dem Feeling, was da so passiert, weil wir sowas ja auch noch gar nicht drin haben. Also so stark auf Klangteppich orientierte Strophen jetzt, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Und das fand ich im Entstehungsprozess eigentlich ziemlich interessant, so mit diesen Energien mal zu arbeiten. Was kann man da machen, wo kann man das hin entwickeln? Und also das Gesamt, wie der Song letzten Endes dann geworden ist, das, also finde ich, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und das Coole ist, verlangt ja auch dann irgendwie von jedem viel Experimentierfreude. Ja. Und das ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, als jemand, der das jetzt nicht zwangsläufig jahrelang schon professionell macht, nicht immer einfach, dass man diesen Enthusiasmus und, wie gesagt, diesen Spieltrieb am Instrument oder am Gesang, dass man den einfach so freie Bahn lässt und einfach auch komplett auch mal die Regeln, Takt, Harmonien, Timing, Betonungen, dass man die außer Acht lässt, das ist nicht einfach, aber wenn man das dann auf die Reihe kriegt, das lädt halt zu ganz vielen neuen Möglichkeiten ein. Auf jeden Fall. Und dieses Ungezwungene geht dann auch wiederum einher mit der Organik. Ich muss ja den Björn da immer bewundern, dass er sagt ja immer, ja, er kann sich, wenn er was gezeigt bekommt, kann er sich das immer ganz schlecht vorstellen, wie es denn letzten Endes klingen soll. Und dann habe ich aber im Prozess meistens das Gefühl, dass er unheimlich viel Kreativität mitbringt, sagt aber trotzdem am Ende von der Probe, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. So. Ja, vielleicht aber vielleicht ist es das, Kopf ausschalten halt. Aber auch das Quietschen von Gitarren. Du denkst immer, das ist ein Störgeräusch. Dann das ist ja nur ein Quietschen. Das ist ja nur ein Quietschen, ja. Aber es ist Leben. Es ist Atem. Das ist pure Leben. Ja. Du Licht meiner Lebensfreude. Ein weiteres Merkmal dafür, wie einzigartig die Platte ist. Absolut. Das ging in die Hose. Ja, die Lyrics zu The Cannibal Instinct. Also ich habe mich oft mehr treiben lassen als sonst, als es davor der Fall war, dass ich viel mehr mich versucht habe, darauf zu konzentrieren, was der Song auch braucht. Und viele Texte sind erst entstanden, als die Songs schon fertig waren. Und beim Schreiben, aber das ging mir vorher auch schon immer so, fällt mir halt immer wieder auf, wenn ich versuche, was zu recherchieren von einem Problem, über das ich gern schreiben möchte, dreht sich es eigentlich am Ende immer darum, dass sich irgendeiner die Taschen voll machen will oder irgendwas haben möchte und jemand anderes dafür muss ins Gras beißen oder muss sich dafür krumm machen und buckeln. Und in dem Zusammenhang geht es halt viel um Missbrauch und Gier und Maßlosigkeit. Und das ist am Ende das, was ich als Cannibal Instinct dann bezeichnet habe. Ich denke, die kannibalistische Weltordnung ist unübersehbar.